vorne ist unser Häuschen. Zack. Was sind das eigentlich für Dinger? Ist es ein Oktopus? Kann ich dich hauen? Oh ja. Komm her. Zack. Oh, was hat der denn gegeben? Hat er uns das eine Feder? Oh, ein Tintensack. Okay. Wofür man auch immer in diesem Spiel einen Tintensack benötigt. Denn Bücher schreibt, denke ich mal, kann man hier nicht. Gut, dann bauen wir erstmal hier einen Ofen. Das ging, glaube ich, so, genau. Nehmen hier unsere Pflastersteine wieder raus. Stellen den Ofen einfach mal. Uppala. Ne, ich wollte den Ofen eigentlich hier oben. Ja. Das passt. Das sieht zwar vielleicht nicht ganz so schick aus. Aber mein Gott. Wir wollen hier. Erstmal wollen wir hier überleben und keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Jetzt bauen wir erstmal ein paar Fackeln. Ja, 56 sollten definitiv erstmal genügen. Und dann packen wir hier die restliche Kohle rein. Und, warte mal, jetzt gehen wir nochmal schnell auf Rinder- oder Schweinejagd. Je nachdem, was uns als erstes vor das Schwert kommt. Ah, hier waren doch irgendwo, genau da hinten, waren noch ein paar Kühe. Die jetzt leider das Zeitliche segnen müssen. Aber so ist das eben. Gesetzte Stärkerin, ihr seid leider in der Nahrungskette ein wenig unter mir. So, da ist auch noch eins. Oh, jetzt ist mir mein Schwert kaputt. Aber Gott sei Dank habe ich mir davon zwei gebaut. So, zack. Na komm, sind hier vielleicht... Da oben ist noch ein. Eine Kuh. Obwohl, eigentlich, der hat ja Hörner, oder? Das ist vielleicht ein Stier, ich weiß es nicht. So. 6. Ah ne, 4-mal Fleisch. Ja, das sollte erstmal genügen. Ich meine, wenn das gebraten ist, gibt uns das ja ordentlich. Ordentlich. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ordentlich plus Hungergefühl. Ne, minus Hungergefühl, muss man ja schon fast sagen. So. Rein hier. Und rein mit dem rohen Rindfleisch. Und dann wird das alles auch schon gut gekocht. So, was machen wir als nächstes? Ich würde schon fast sagen, dass wir uns nochmal hier neues Werkzeug bauen. So, und zwar mit dem Pflasterstein. Genau, eine Spitzhacke. Die ist ja sowieso schon fast kaputt. Die kommt dann hier oben hin. Und am besten bauen wir uns auch gleich zwei von den verbesserten. Genau, dann platzieren wir das hier hin. So, Tintensack und der ganze Mist kommt mal hier vorne hin. Jetzt brauchen wir noch... ging das nicht so? Achso, ging das. Dann eine Steinaxt kommt hier nochmal hin. Ah, zwei Steinäxte. Dann brauchen wir zwei Schwerter. Zack. Und nochmal eins. So. Jetzt ist die Frage... Steinschaufel, genau. Steinschaufel und nochmal eine Steinschaufel. Gut, dann sind wir doch jetzt mehr als gut gerüstet, um nochmal in die eine Höhle zu gehen. Obwohl haben wir hier vielleicht... Moment, haben wir schon einen? Oh, die sind sogar schon fertig. Schönes Steak. Das essen wir doch glatt mal. Und dann wagen wir uns zurück in die Höhle, wenn ich genau wüsste, wo die nochmal war. Nee, du warst das nicht. Wir mussten hier, glaube ich, Richtung Osten gehen. Nein, ich glaube, wir mussten Richtung Westen. Genau, stimmt, das war ja auch eher. Dann wenden wir... Genau, hier ging es längs. Und, oh, die Sonne geht gleich schon wieder unter. Oh, ich wollte ja unbedingt Fackeln an mein Haus platzieren, damit mir hier vor der Haustür nicht unbedingt die Mobs spawnen. So, dann packen wir hier eine hin. Hier auch. Hier hinter. Und hier kommt auch noch eine hin. Und zur Sicherheit kommt hier noch eine hin. So, und dann könnten wir auch den Weg mal markieren, damit wir uns auf jeden Fall, dann platziere ich nochmal hier eine Fackel hin. Und auf der anderen Seite, hier kommt noch eine hin, sodass wir dann einfach ganz easy den Weg auch wieder zurückfinden und dann nicht immer raten müssen, wo es denn letztlich längs geht. So, hier kommt noch eine hin. Und hier würde ich sagen, hier kommt auch noch eine. Hier auch.
Und hier war dann, glaube ich, auch sogar die... Nee, das war zwar nicht die Höhle, aber hier sieht es auch auf jeden Fall sehr, sehr erzreich aus. Sodass wir dann hier einfach mal... Oh, hier ist wieder ganz viel Kohle. Kommt auch nochmal eine hin. Können wir das hier gleich alles ein bisschen ausleuchten. Zack. Und zack. Und hier kommt... Oh, hier kommt auch nochmal eine hin. So, dann toben wir uns mal aus. Klopfen wir ganz schnell die Kohle ab. Ja, dann haben wir auf jeden Fall erstmal genügend Kohle. Obwohl, wenn wir jetzt die ganze Zeit so die Höhlen erkunden, da brauchen wir immer relativ viele Fackeln. Das heißt, wir werden auch keinen geringen Kohleverbrauch haben. Es sei denn, man kann die auch anders bauen, aber ich denke nicht, dass man noch irgendwie anders Fackeln erstellen kann. Aber das sollte ja erstmal alles reichen. Mensch, Schaf, bist du irgendwie... Ja. Suizidgefährdet oder so, dann solltest du nicht vor meiner Flinte rumlaufen. Zu meiner Flinte aka Spitzhacke. Aber sie kriegt auf jeden Fall Schaden, wenn ich sie damit hau. Also ist ja nicht so effektiv. So, dann bauen wir nochmal das Eisen ab. Damit wir dann auch mal einen Eimer oder sowas bauen können. So, zack. Haben wir hier noch? Vorne war noch Eisen. Das war's dann, glaube ich, auch schon mit den Vorkommnissen. Ne, nicht Vorkommnissen, Vorkommen einfach nur. Eisenvorkommnisse. Nö, nö, nö. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Nehmen wir hier die Fackeln in die Hand. Oh, da unten sind Fledermäuse. Können die einen hauen? Oder so? Eigentlich sind Fledermäuse doch friedlich. Oh, das war's auch hier unten schon. Aber hier unten haben wir noch mal ein bisschen... Oh, nein, das wollte ich nicht. Oh Gott. Ich dachte schon, die attackieren jetzt. Oh, hier ist auch noch was. Oh, hier ist auch noch was. Na, komm. Ah, hier ist auch noch was. Es geht jetzt wahrscheinlich... Nein, ist schade. Es geht nicht noch ganz oft weiter so. Aber egal. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Eisen. Jumpen hier wieder hoch. Gut, oh, das ist Kohle. Oh, da oben ist noch mehr Kohle. Und das war's mit der Kohle hier. Aber das war doch relativ erfolgreich. Ein paar Eisenvorkommen waren hier. Und wir haben auch reichlich Kohle gescheffelt. Geht's hier längs? Nein, hier geht's nicht längs. Aber das sieht doch vielleicht vielversprechend aus. Geht's? Hier geht's... Doch, hier geht's weiter. Und hier ist auch gleich wieder Kohle. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Sind wir kein Kostverächter, was Kohle angeht. Das haben wir ja schon bewiesen. Oh. Okay. Was war das jetzt wieder für ein Sound? Oh, hier geht's gar nicht wirklich weiter. Schade. Jetzt gerne hier so ein bisschen... Wäre gerne noch ein bisschen weiter in den Stollen reingegangen, aber wenn es einfach nicht weitergeht... Gut, dann würde ich sagen, hier haben wir erstmal alles erkundet. Obwohl, hier haben wir doch noch nicht alles erkundet. Und da vorne sehe ich auch schon Gegner. Oh, da... Ja, genau, dich kenne ich. Du hast mich schon einmal in die Luft gejagt. Okay, warte. Okay, er hat uns nur leicht erwischt, kein Problem. Aber er ist zumindest weg. So, hier ist ein kleiner Zombie. So, komm her. Ihr seid ja wirklich die mehr als angenehmsten Gegner. Ihr könnt ja wirklich gar nichts. Außer... Oh, genau. Spinnen, die sind meiner Meinung nach die nervigsten Gegner. Also von diesen einfachen. Es gibt auch diesen, ich glaube, Enderman oder so. Keine Ahnung, wie man den besiegen soll. Also der hat sich irgendwie mal wegteleportiert und ich hatte ihn dann dreimal getroffen. Und auf einmal war er weg. Also er hat irgendwie... Ich habe auch nicht gesehen, dass er gestorben ist oder so. Er hat sich einfach nur wegteleportiert und dann stand ich da und er hatte mir, glaube ich, irgendwie fast meine ganzen Herzen gekostet. Aber wenigstens bin ich nicht gestorben. Das war schon mal positiv. So, hier ist wieder ordentlich Eisen. Das gefällt uns doch. Oh ja, komm. Zack. Hier wieder hoch. Und wir laufen hier weiter. Und es ist mal wieder eine Sackgasse. Ah nee, stimmt, hier waren wir ja schon mal drin. Ah, dann werde ich hier vorne nochmal ein paar... Oh,
Das Eisen hätten wir fast übersehen. Das geht ja nicht. Das müssen wir mitnehmen. Auch wenn es vielleicht für euch nicht ganz so spannend ist, aber ich finde es relativ wichtig, dass wir hier, wenn möglich, immer die ganzen Erze mitnehmen. Geht's hier noch weiter? Nee, hier geht's nicht weiter. Hier habe ich auch, glaube ich, eben gerade einfach nur gegraben. So, wir wollten ja hier noch eine Fackel platzieren. So. Und hier geht's. Hier geht's trotzdem nicht weiter. Ja, schade. Obwohl, das Wasser muss doch hier irgendwo hinfließen, oder nicht? Also, was ist, wenn ich das hier einfach kaputt mache? Das endet doch nicht einfach hier, oder? Obwohl. Scheinbar doch. Geht's hier einfach runter? Nee, es endet hier einfach. Nur gut, dann versuchen wir uns mal hier. So kann ich das hier schnell. Oh, wieso? Ich möchte hier durch. Nein, dazu brauchen wir wieder das. Nein, jetzt fällt das wieder runter. Komm schon, kämpfen, schwimmen. So, perfekt. Dann klamüsern wir uns mal wieder hier raus aus der Höhle, obwohl hier geht es ja immer noch weiter. Und hier ist wahrscheinlich auch gleich irgendwo die Spinne, die wir die ganze Zeit hören. Erstmal, wieso hänge ich hier so fest? Erstmal sorgen wir hier überall für ein bisschen Licht. Oh, hier geht's auch noch weiter. Zack. Hier sind wieder scheinbar ein paar Mobs. Aber doch, ach komm, wir bauen das hier erstmal ab. Hier höre ich, sind über mir die Monster? Oh. Scheinbar bin ich über denen und die nicht über mir. Ich hoffe, ich lock die jetzt hier nicht an. Denn ich möchte jetzt hier definitiv nicht sterben mit den ganzen Sachen, die ich hier an Bord habe. Oh, das sieht gut aus. Oh, das muss ich auch nochmal kaputt machen. Zack. Noch. Oh, hier ist ja wieder ordentlich Kohle. Also diese Touren lohnen sich in puncto Rohstoffe extrem. Das sind wesentlich besser als die Höhlen, die wir da vorher gesehen hatten. So, riskieren wir das? Ja, komm, wir gehen mal hier. Guck mal zumindest hier. Okay, hier ist doch eine Sackgasse. Aber wieso höre ich denn die ganze Zeit diese Geräusche? Das heißt, hier irgendwo muss ja, Entschuldigung, muss ja noch ein Weg oder ein Stollen sein, der hier praktisch fast parallel zu uns verläuft. So, zack, wieder, oh, wieder schön Eisen. Können wir aber gleich ordentlich craften. Unsere Spitzhacke ist auch leider gleich schon wieder kaputt. Aber wir haben ja, glaube ich, noch, stimmt, wir haben ja noch die beiden aus Holz, aber nur noch eine von denen mit diesem, mit der Steinspitze, womit wir auch die hier ganz easy abbauen können. So, eigentlich müsste die doch langsam kaputt gehen. Ah, und jetzt ist sie auch kaputt gegangen. Aber wir haben ja noch eine. Perfekt. Super vorgesorgt. So. Wenn wir hier auch dann gleich mal fertig sind, dann können wir auch, wenn wir wieder zu Hause sind, mal unser Haus auch ein bisschen ausbauen. Und ich bin auch im Überlegen, was ich mit der Lava vor unserer Haustür mache. Ich da versucht, dann so einen Eimer zu bauen und dann praktisch so einen Lavagraben um unser Haus. Natürlich müssen wir es erstmal ein bisschen ausbauen. So einen kleinen Lagerraum und vielleicht einen richtigen Keller. Aber das werden wir sicherlich alles noch rauskriegen, was wir da alles Feines zusammenbasteln. So, das war's mit den Vorkommen hier. Wow. Das war doch gerade dieses Geräusch von diesem Enderman. Habt ihr das auch gehört? Der macht mich definitiv nervös. Ich will jetzt hier nicht sterben. Ich werde jetzt hier auch, denke ich mal, den strategischen Rückzug erstmal antreten. Damit wir jetzt... Oh Gott, ich dachte eben schon, du wärst ein Enderman. So, dann rennen wir schnell wieder nach Hause. Jetzt ist die Frage, wie baut man nochmal Truhen? Das habe ich nämlich leider auch schon wieder vergessen. Aber ich probiere das jetzt einfach mal durch. Eine Truhe. Einfach alles komplett voll bauen. Nein. Okay, dann nehmen wir hier was. Perfekt. Eine Truhe. Und dann könnten wir am besten nochmal eine Truhe bauen. Zack.
Doppelt hält besser. So, dann haben wir zwei. Nein, das wollte ich nicht wegwerfen. Die kommt dann einfach mal hierhin. Ja, das ist mehr Platz hätten wir da schon fast gar nicht mehr. Gut, was platzieren wir? Erstmal das Leder, den Tintensack benötigen wir auch erstmal nicht, die Knochen auch nicht. Kohle können wir auch, kann auch erstmal hier rein, denn hier haben wir noch 12 Stück davon. Was könnten wir denn noch da reinlegen? Das rohe Hühnchen brauchen wir noch, die schwarze Wolle, genau. Eine Kartoffel? Wo habe ich denn eine Kartoffel eingesammelt? Naja, nur gut.